Mittwochabend im Rathaus von Berlin-Neukölln. Hier bereitet ein Team gerade einen Einsatz gegen die kriminellen Clans vor. Bezirksbürgermeister Martin Hickel leitet die Aktion. Das ist ein klassischer Verbundeinsatz, wo wir zusammen mit Ordnungsamt, gemeinsam mit der Polizei, mit dem LKA, mit dem Zoll, mit der Finanzverwaltung, also der Steuerfahndung, in auffällige Betriebe gehen, von denen wir ausgehen, dass sie entweder Treffpunkt der organisierten Kriminalität sind oder im direkten Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität stehen. Martin Hickel geht gemeinsam mit einem Kollegen aus der Fachabteilung noch einmal den Plan durch. Der Mann hat die entsprechenden Orte für die Razzia observiert. Deshalb darf sein Gesicht nicht gezeigt werden. Wir werden uns dieses Mal insbesondere hier im Bereich Nordneukölln, in dem Delta kriminalitätsbelastete Ort Hermannplatz, ausgehend von hier Sonnenallee bis dorthin. Wir haben da verschiedene Objekte ausgesucht, insgesamt 12 Stück. Mhm. Davon sind jetzt 8 nach Aufklärung in die engere Wahl gekommen, wo mit Betäubungsmittelhandel zu rechnen ist, beziehungsweise wo der auch in der Vergangenheit schon festgestellt worden ist. Hauptsächlich handelt es sich dabei um den Handel mit Kokain. Wir haben aber auch verschiedene Lokalitäten, in denen mit Heroin gehandelt wird. Und 2 Lokalitäten sind insbesondere dafür bekannt, dass dort mit Cannabisprodukten gedealt werden wird. Was die Kollegen von der Polizei regelmäßig feststellen, sind einfach Leute, die per Haftbefehl irgendwie gerade noch gesucht werden. Dass wir feststellen, da trägt jemand irgendwie eine riesige Menge an Geld mit sich herum, ohne irgendwie auch nur ansatzweise erklären zu können, wo das herkommt. Weil es ist nicht üblich, dass man umherläuft und 10.000 Euro in der Tasche hat. Auf einmal laute Polizeisirenen. Während der Razzia-Besprechung im Rathaus verhaften Beamte direkt vor dem Rathaus 2 Drogendealer. Alltag in Neukölln. Bereits vor 10 Tagen rückte die Neuköllner Polizei schon einmal zu einem ähnlichen Einsatz aus. Die Ausbeute ist beachtlich. Wir haben hier also in einem bekannten Verkehrslokal einer Großfamilie diverse Sturmhauben gefunden, Quarzhandhandschuhe. Man hätte dort also jederzeit die Sachen zur Hand haben können und dann loslegen können. Wir vermuten mal, dass da eine nächste größere Auseinandersetzung dann auch unmittelbar bevorstand. Man sieht ja da die Quarzhandschuhe, die Schlaginstrumente, die Messer und dann auch die Möglichkeit, sich zu vermummen. Die Sache schwelt schon etwas länger. Die Polizei konnte das sicherstellen, sodass zumindest das da nicht mehr zum Einsatz kommen wird in diesem Kontext. Martin Hickel kämpft seit 2018 gegen die Clanfamilien. Der Neuköllner Bürgermeister will ihnen die kriminellen Machenschaften in seinem Stadtviertel so schwer wie möglich machen. Die Arbeit gegen diese klaren Strukturen ist natürlich besonders schwierig, weil es sind abgeschottete Parallelstrukturen, die haben sich über viele Jahrzehnte heraus herangebildet, weil die Familie natürlich alles ist in diesen Familien. Es wird einem ja von Kind auf beigebracht, die Familie ist das höchste Gut und dementsprechend fügt man sich auch bei der Familie. Und das macht natürlich dann das Agieren gegen solche patriarchalen Strukturen auch besonders schwer. 200 Beamte sollen übermorgen im Einsatz sein. Neben der Razzia finden in ganz Berlin-Neukölln auch Straßenkontrollen statt. 20 Uhr, es geht los. Insgesamt 200 Polizisten rücken aus. Ihr erstes Ziel? Ein Café im Norden Neuköllns. Wir fahren jetzt in ein Lokal in der Sonnenallee. Dieses Lokal liegt im kriminalitätsbelasteten Ort, so nennt man bestimmte Bereiche, wo die Polizei auch erweiterte Kontrollbefugnisse hat. Und dieses Lokal ist im polizeilichen Interesse. Ich gehe mal davon aus, dass es entweder Drogenhandel oder möglicherweise auch Einbrecher sein könnten, nach denen da auch geguckt werden soll. Zur gleichen Zeit im Rathaus. Martin Hickel ist Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln. Er ist seit 8 Uhr morgens unterwegs. Heute wird es wieder eine lange Nacht für den Familienvater. Denn auch der 33-Jährige ist auf dem Weg zum Einsatz. Was wir machen als Teil der Gesamtstrategie ist natürlich, die sogenannten Nadelstiche auch mitzusetzen, dass man zum einen zeigt, es gibt hier, der öffentliche Raum gehört allen und da kann man nicht einfach so seine kriminellen Geschäfte machen unter dem Auge der Öffentlichkeit, sondern nein, die Öffentlichkeit guckt da auch ganz genau hin und möchte das nicht tolerieren und sorgt auch dafür, dass es eben keine rechtsfreien Räume gibt.
Der Hermannplatz und die Hermannstraße sind Hotspots für Polizeieinsätze in Neukölln. Allein im letzten halben Jahr gab es hier rund 4.600 Straftaten. Da vorne stehen sie schon. Der Zugriff der Beamten auf das Café hat bereits vor wenigen Minuten stattgefunden. Ist der Laden schon safe? Der ist schon safe. Super. Die Einsatzkräfte suchen in dem Café nach Drogendealern und manipulierten Glücksspielgeräten, die oft zur Geldwäsche genutzt werden. Nein, geben Sie, was Sie machen. Ihre Kontrolle, die machen Sie, warum machen Sie? Das ist der schickt euch. Wir haben jetzt mal im Laden geguckt. Da sind 25 Personen, die auch nicht alle nur freundlich sind. Der Inhaber ist jetzt natürlich nicht besonders glücklich in der Hauptgeschäftszeit hier, dass so eine Kontrollmaßnahme stattfindet. Das stört natürlich auch, was den Umsatz angeht, aber das muss man leider hin und wieder mal über sich ergehen lassen. Und wir werden sicherlich in den nächsten Minuten schon erste Ergebnisse haben, welche Verstöße dann hier in dem Laden möglicherweise festgestellt worden sind oder auch nicht. Martin Hickel hat die regelmäßigen Razzien in seinem Bezirk eingeführt, bei der die unterschiedlichsten Behörden zusammenarbeiten. Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist auch ein ganz persönlicher. Stimmen werden die mich auch erkennen. Es gibt nicht so viele 2,8 Meter große Menschen, die irgendwie dann im Anzug oder dann irgendwie ins Lokal reingehen. Ich unterhalte mich auch mit den Leuten. Hallo, Teichen. Hallöchen. Teichen. Hier schon abgesperrt oder wie? Ja. Die Beamten raten dem Bezirksbürgermeister im Moment noch davon ab, das Café zu betreten. Ich würde auch vorschlagen, das ist jetzt kein geeignetes Lokal, um reinzugehen. Mhm. Das machen wir vielleicht in einem nächsten Lokal. Voll bleiben wir hier vor der Tür. Das ist, glaube ich, besser. Der ist schon sehr aufgeladen gewesen, der Inhaber. Ja. Würde die Stimmung jetzt womöglich kippen lassen da drin. Mit der Maßnahme nicht ganz so einfach. Bereits zum dritten Mal durchsucht die Polizei dieses Lokal. Der Besitzer fühlt sich schikaniert. Mein Deine ist 50 Jahre in Deutschland. Ich sage 50 Jahre in Deutschland, trotzdem Kanake bist du. Nicht mehr als Kanake. In der Vergangenheit stellten die Polizisten größere Mengen Drogen sicher. Der albanische Kaffeebesitzer will damit allerdings nichts zu tun gehabt haben. Hier bei mir am Sommer bestrafen Sie mich nur, wenn ich zwei Stühle und einen Hocker. Aber schauen Sie mal, diese Gemüseladen da. Ganze Straße gesperrt. Meinst du, interessieren Sie sich? Aber meine zwei Automaten gesiegelt. Weil ein Meter ist nicht dort, wo ist. Einen Meter. Die Beamten kontrollieren die Papiere aller Gäste. Einer hat offensichtlich gefälschte Dokumente dabei. Er wird verhaftet. Es stellt sich raus, dass er sich illegal in Deutschland aufhält und bereits vorbestraft ist. Urkundenfälschung haben wir festgestellt. Wir haben festgestellt, dass unsere Geldspielgeräte nicht sachgerecht aufgestellt sind. Es gab irgendwie auch eine Person, die sich hier illegal aufgehalten hat. Also insofern, es gab ja schon einiges, was die Kolleginnen und Kollegen hier gefunden haben. Der Lokalbesitzer nimmt die Situation anders wahr. Ja, weil er konnte nicht Deutsch sprechen. Und der Polizei meinte, so lange in Deutschland muss er Deutsch sprechen, dann müssen wir mitnehmen, er kann kein Deutsch sprechen. Aus dem Grund haben die gemacht. Bereits in den 70ern kamen vor allem Kurden und Palästinenser aus dem Libanon nach Berlin-Neukölln. Über die Jahre hinweg haben sie hier ihre Geschäfte etabliert. Ich bin 35 Jahre in dieser scheiße Straße. Brutalität muss zeigen, 3 Stunden lassen sie diese Café zu. Und jetzt ist 8 Uhr, leck mich am Arsch, wer soll noch kommen ab 8 Uhr? Stehen wir wie ein Arsch. Inhaber steht draußen, die bleiben drin und nichts. Eine Stunde später ziehen die Beamten dann weiter. Das nächste Ziel haben die Ermittler schon im Visier. Der Laden, der jetzt als nächstes auf der Kontrollliste steht, der ist bekannt aus einer Kontrolle der jüngeren Vergangenheit. Dort sind größere Mengen Drogen gefunden worden in einem Hinterzimmer, die offensichtlich gerade verpackt wurden. Dementsprechend steht jetzt hier auch eine erneute Kontrolle an. Und nach außen hin wirkt das Ganze eher so wie eine, ich sag jetzt mal, typische türkische Teestube, wo die Leute sitzen, Karten spielen, Tee trinken, miteinander plaudern. Aber eben in den hinteren Bereichen ganz offensichtlich da auch mit Betäubungsmitteln agiert wird. Sobald die ersten Einsatzkräfte vor Ort sind, zählt jede Minute. Der gesamte Häuserblock muss abgesperrt werden, damit niemand entkommen kann.
Haben Sie den Hof mit eingenommen? Bezirksbürgermeister Martin Hickel macht sich auch hier ein eigenes Bild. Na, wie ist die Lage? Wir gucken gleich mal. Ich war noch nicht drin. Die haben auch gerade erst die Sicherheit freigegeben. Dieses Mal finden die Beamten keine Drogen im Lokal. Doch mit den Spielautomaten scheint etwas nicht zu stimmen. Sie werden beschlagnahmt. Im Moment sieht es danach aus, als wenn die Geldspielgeräte nicht ausgelesen werden können vom Finanzamt. Und dementsprechend wir die Geräte jetzt hier erstmal versiegeln, bis dann die Auslese möglich ist. Also welche Umsatzdaten an den Geräten generiert worden sind, kann man per Computer auslesen. Und das geht im Moment aber nicht, weil kein Schlüssel dafür da ist. Und das Finanzamt legt die jetzt so lange still, bis das ausgelesen werden kann. Die Strategie hinter den Einsätzen? Ein hoher Kontrolldruck. Der Bezirksbürgermeister und die Beamten wollen zeigen, dass der Rechtsstaat auch in Neukölln funktioniert. Es ist wünschenswert, dass sich halt irgendwie kriminelle Strukturen da nicht wohlfühlen. So. Und es geht da gegen die Kriminalität, es geht da nicht gegen die Menschen. So. Und dementsprechend muss man deutlich machen, dass wir einfach Kriminalität hier einfach nicht wollen, dass das einfach nicht zu dieser Stadt gehört und dass das irgendwie auch für Unsicherheit sorgt. Kurze Zeit später sind Martin Hickel und die Polizisten am nächsten Einsatzort. Ein Café in der Karl-Marx-Straße. Einen der Gäste nehmen die Beamten ganz besonders ins Visier. Bei dem Herrn wurde ein Betäubungsmittel festgestellt, eine Tüte mit weißem Pulver. Da wissen wir natürlich noch nicht, um welche Substanz es sich handelt. Und wurde jetzt sicherlich befragt, die Personalien festgestellt. Und dann wird er erstmal entlassen und wird dann ganz normal im Strafverfahren entsprechend bearbeitet. Der Beschuldigte sieht die Polizeikontrolle gelassen. Es ist seine dritte innerhalb von 2 Wochen. Wir sind hier im Brennpunkt Neukölln, Sonnenallee und Neukölln. Ja, hier ist immer Kontrollen, jeden Tag Kontrollen hier. Ja, es fängt hier vorne an bis ganze Karl-Marx-Straße runter. Und Präsenz ist da von der Polizei. Ich hatte verbotene Substanz bei mir und die wurde mir weggenommen. Ist halb so schlimm. Ich komme durch. Also so ist es jetzt nicht, dass ich deswegen Knast muss oder so. Aber es passiert. Egal, mal gucken. Mach ich das Beste draus. Muss man mit rechnen. Ja. Katz und Maus spielen. Wissen Sie doch. Jetzt geht's auf die Warschauer Straße, auf die Brücke und dann geht's weiter hier. So ist es nicht, dass wir unseren Arm kaputt gemacht haben. So einfach. Ja. Das Leben geht weiter. Berlin lebt. Nach 10 Minuten kann der Beschuldigte bereits weiterziehen. Wo geht's hin jetzt? Jetzt geht's rüber, was zum Rauchen kaufen. Auch wenn sich der Mann entspannt gibt, illegaler Drogenbesitz kann mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft werden. Nach 5 Stunden ist der heutige Einsatz beendet. Ich werde mich jetzt an der Stelle verabschieden, weil morgen geht's weiter. So, und dementsprechend läuft gut. Nach einem 18-Stunden-Tag freuen Sie sich dann auch auf Ihr Feierabendbier? Irgendwann ist es ein Feierabendbier nicht, aber einfach das Bettchen, auf das man sich freut. Das ist dann schon ganz schön.